Naja, gut, wenn man die Leute mit Namen ärgert, die sie nicht mögen, muss man damit rechnen, ja. Ach, ich mag den Toro, der ist so cool. Guck, Bab, was hast du für mich? Hau mal raus hier. Lange nicht gesehen, junger Soulworker. Du siehst jetzt viel entspannter aus und nicht mehr so wütend. Ich habe mich seitdem nicht sonderlich verändert. Urteile nicht so leichtfertig über mich. Du selbst magst es vielleicht nicht spüren, aber die Wellenlänge von Soulforce verändert sich je nach Gemütslage. Besonders bei so jungen Leuten wie dir sieht man eine Veränderung bei jeder Gefühlsregung. Das ist ja, als ob du meine Gefühle lesen könntest. Das gefällt mir überhaupt nicht. Unter Soulworkern ist es ganz normal, dass man es spürt. Ich tue es nicht absichtlich, also sei nicht zu verärgert. Sag, warum bist du hier? Ich hörte, dass du gegen einen Bashai namens Noemin gekämpft hast. Ich möchte etwas über sie erfahren. Noemin? Warum dann plötzlich Noemin? Ich glaube, dass Noemin den Hauptsitz des NED-Konzerns eingenommen hat und ich denke, ein Kampf ist nicht in weiter Ferne. Ich bin gekommen, weil ich dachte, dass du am meisten über Noemin weißt, weil du gegen sie gekämpft hast. Guck, Pap. Nun gut. Ich weiß nicht, warum sie sich zeigt. Normalerweise sieht man nicht einmal ihren Schatten. Ich erinnere mich, vor einem Jahr gegen Noemin gekämpft zu haben. Ich erinnere mich noch, dass ich unvorsichtig war, weil diese Bashai so schwach aussah. Aber sie war unglaublich stark. Es war ein schwerer Kampf. Sie war aggressiv, hatte große Kraft und ein gutes Gespür für den Kampf. Wenn man sie nur für einen der Bashai hält, bekommt man es schnell mit ihrer Sichel zu tun und verliert den Kopf. Oho, sie verwendet eine Sturmsichel? Du warst da auch ein Soulworker, der eine Sturmsichel verwendet. Eine Sturmsichel hat keine so hohe Kampfeffizienz wie ein Speer oder ein Schwert, aber das Gefühl, wenn man einen Gegner von hinten niederstreckt, ist mit keiner anderen Waffe vergleichbar. Sie weiß wohl, wie viel Spaß das macht. Auch wenn ich sie noch nie gesehen habe, bin ich mir da ganz sicher. Du bist sicherlich auch nicht zu verachten. Wenn man die Waffe seines Gegners gut kennt, kann man kleine Details wie die Angriffsrichtung oder die Reichweite während des Kampfes einschätzen. Dem Gegner geht es natürlich genauso. Meine Kampftechnik ist komplett anders, daher kann ich dir auch keine Ratschläge geben. Ich konzentriere mich also lieber auf das Handeln des Gegners. Noemin offenbart sich grundsätzlich nicht. Sie nutzt die Geistesabwesenheit des Gegners aus, um anzugreifen. Dass Noemin sich zeigt, ist daher merkwürdig. Was? Was ist merkwürdig? Dass Noemin sich zeigt. Sollen wir nicht einfach eine Falle bauen und warten? Ach, oder das wäre wahrscheinlich noch merkwürdiger. Noemin hat sich darauf spezialisiert, Überraschungsangriffe in der Dunkelheit durchzuführen. Wenn sie daran denken, uns eine Falle zu stellen, dann wird sich Noemin doch verstecken und ein anderer Bashai wird uns hineinlocken, oder? Wenn ich so darüber nachdenke, wäre Noemin nicht da gewesen, wäre ich ohne Verdacht hineingegangen und hilflos in einen Hinterhalt gelaufen. Naja, vielleicht war ihr einfach nur langweilig? Der Hauptsitz des NED-Konzerns befindet sich im feindlichen Lager. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie einen lebensgefährlichen Operationsplan ausarbeiten, bei dem sie sich absichtlich zeigt. Dann können wir einfach eindringen, sie niederschlagen und dann Fragen stellen. Das ist eine komische Schlussfolgerung. Mal angenommen, du kannst Noemi besiegen. Glaubst du, sie wird dann alles gehorsam erzählen, nachdem du sie fertig gemacht hast? Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht ganz gedankenlos. Was kann man denn dann tun? Ich habe noch eine Frage. Spüren die Bashai Schmerzen, wenn man sie verletzt? Was ist denn das auf einmal für eine Frage? Ja, selbstverständlich. Dann ist es in Ordnung, das ist nicht schwer. Ich schnapse mir und foltere sie. Du bist ja gruselig. Ich werde dir zeigen, dass es Schlimmeres als den Tod gibt. Mir ist es egal, wie du es anstellst. Hauptsache, du gewinnst gegen Noemin. Wir reden weiter, wenn du das geschafft hast. Alles klar. Ja, der Kuppab, der nimmt sich jetzt hier, glaube ich, gerne mal so richtig in Acht vor der Lilly. Jetzt so plötzlich.
Also die Lilly, da weiß man immer nicht so richtig, was man von ihr halten soll, finde ich persönlich. Manchmal ist sie mega aufbrausend, stürzt sich gedankenlos irgendwo rein und dann manchmal schaltet die echt das Hirn ein und denkt sich so, ja, können wir dieses und jenes machen, zack, zack, zack und einfach geil. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier so auf uns wartet. Noemin, denke ich, wird aber fast so aussehen wie die Bunnhasher oder auch die Venom, wenn wir hier auch eine Sturmsichel zu erwarten haben. Im Übrigen haben wir schon wieder 50% zum nächsten Level geschafft. Also hier der XP-Booster oben links von dem Buch. Der ist mal echt genial. Was wir da schon rausbekommen haben, heftig. Main 동력은 확보로 인해 클로이 씨가 직접 브리핑해 주시죠. 아니요. 라우퍼 씨가 하는 편이 더 전속 오퍼레이터시지 않습니까? 저보다는 클로이 씨가 더 우수한 것은 당연합니다. 네드 컴퍼니 건물 내부인 만큼 라우퍼 씨가 더 효율적으로 서포트할 수 있을 것 같아요. 믿고 맡기겠습니다. 아닙니다. 업을 성설입니다. 클로이 씨가 아니 라우퍼 씨가 그냥 제가 알아서 하겠어요. 내가 한다. 내가 해. 신입, 잘 들어. 메인 동력원이 확보돼서 엘리베이터 작동이 가능해졌어. 시큐리티 플로어로 올라간 다음 그곳에서 헨리가 복수해갔다는 데이터를 확보하도록 해. 자, umzugehen. Ich denke mal auch, ne? Wenn keiner von euch Lust hat, dann mache ich das halt alleine. Also wie ausgewechselt plötzlich, keiner möchte mehr die Initiative ergreifen. Wahnsinn. Okay, kommt mal alle her hier. Hier, kommen wir sammeln euch mal so ein bisschen ein hier. Da, Lord Paito. Oh Gott, die sind ja richtig lauffaul. Das macht ja gar keinen Spaß. Hey, mal nicht so lauffaul, Leute. Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben. Ja, wobei der Spaß ist ja nur von kurzer Dauer, ne? Die überleben ja hier keine drei Schläge, dann sind die ja schon wieder kaputt. Der andere liegt die... Huch, wo bist du jetzt hin? Einmal verschwunden. Der andere liegt da ewig auf dem Boden rum hier, das geht ja gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie die jetzt ausschaut, aber irgendwie habe ich das jetzt nicht so richtig verstanden. Ich glaube, ich muss noch mal gucken. Aber ist jetzt Noemin einer der vier Anführer, die mal aufgezählt worden sind? Aber ich glaube nicht, dass da der Name Noemin gefallen ist. Ich glaube... Wen nennst du hier Mutant, ey? Schon mal in den Spiegel geschaut? Du bist doch mehr Mutant wie die Lilly hier. Wahnsinn. Ist schon sehr unhöflich, muss ich sagen. Regt zum Fasten arg. Also die haben manchmal ganz komische Missionsbezeichnungen hier unten. Haben wir auf jeden Fall gerade abgeschlossen. MBRF가 도착했습니다. 지원 사격을 개시할 테니 휘말리지 않도록 주의해 주십시오. Ah Mist, jetzt habe ich... Ich glaube, da unten war eigentlich eine Soul-Sequenz, aber die habe ich jetzt hier irgendwie übersehen, sorry. Ah gut, ich muss hier eh nochmal rein überall. Können wir das da ja nochmal aufsammeln. Ach so, ach geil, die Helikopter, okay. Oh, oh. Ja, jetzt müsste der Helikopter kommen. Weißt du, jetzt wo die ganzen Großen hier kommen, zieht sich dieser Helikopter zurück, das geht ja gar nicht. So, jetzt er hier, wunderbar. Alles kaputt, sehr schön. Wo kommt ihr denn alle her? Warum kommt ihr denn von oben? Ich weiß auch nicht, der Job, der hat da glaube ich auch irgendwie ein anderes Gebäudeblick, ne? Die haben ja gesagt, dass eigentlich alles so ziemlich unversehrt ist hier drin, aber das sieht hier irgendwie nicht sehr unversehrt aus, finde ich. Warum leuchte ich hier eigentlich so gelb? Ach so, ich habe hier... Stehe. Da oben nämlich irgendein Geschwindigkeitsbuff. Darum leuchtet ja auch alles so wunderschön gelb um mich herum. So, hier kommen alle her. Hier leider keine verborgene Quest für mich. Schade. Genau jetzt, wo ich wieder die 100...
Ja, genau jetzt, wo ich wieder die 100 Kombos locker schaffen könnte. Wie soll es auch anders sein? Okay, wir haben es fast geschafft. Da vorne ist schon der Tresor. Was sind das hier für Ranken? Die gehören der Noemi, glaube ich. Ja gut, bei der Lilly kommst du nicht weit, wenn du jetzt hier auch mit dem Alter ankommst, ne? Oh ja. Geh du für mich aufs Klo, alles klar. Oh Mann, Toru. Oha, die schaut aber böse aus. Aber schau mal. Dich mal jetzt fertig hier. Dauert nicht lang, versprochen. Du brauchst gerne mal weiterreden. Thema hat sich erledigt. Du bist fertig. Ich bin fertig mit dir. Also siehst du jetzt auf jeden Fall mal K.O. Ging schnell. Interessantes Outfit, muss ich sagen. Der Kampf war auch ganz nett. Ah, war so klar. Alles klar, Noemi, auf jeden Fall ein äußerst spannender Gegner. Die Angriffe, ja gut, also die hat er jetzt nicht mega lang überlegt, wir waren ja top ausgerüstet. Aber war interessant, also erstmal war ich voll erstaunt, die hat uns so mega betäuben können, dann ist sie plötzlich verschwunden und so weiter, also da habe ich jetzt dann doch fast mit ein bisschen mehr Ärger gerechnet. Aber wir dürfen ja natürlich auch nicht vergessen, nochmal, ich habe das ja schon erwähnt, aber durch die ganzen Waffen und Rüstungskisten, also die ganzen Geschenke, die wir immer so kriegen, sind wir ja sowieso eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Normalerweise haben wir ja gar nicht so gute Waffen. Der Kampf sollte also eigentlich etwas komplizierter sein und natürlich dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir mit dem Level eigentlich deutlich weiter sind als wahrscheinlich vorgesehen. Jetzt sind wir schon Level 33, auf gutem Wege zu 34 und ja, wenn wir uns hier die Quests mal alle anschauen, die Nebenquests, manche von denen sind ja auch schon wieder grau, gut, das ist Stahalla, stimmt, das zählt nicht, aber wenn wir die hier mal angehen, Level 26 steht da und das ist eine Quest, die wir hier in Gray City bekommen haben. Also wir sind einfach viel, viel weiter, als dafür vorgesehen ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann im Einsteiger-Raid verhält, weil da werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut davon kommen. Okay, so, jetzt schauen wir mal, was Rawpaw für uns hat. Vor allen Dingen, was auf dem USB-Stick draufsteht, das ist doch noch viel, viel interessanter. Du bist wieder da. Das war gute Arbeit. Die USB-Sperre wurde wohl entfernt und dann auch noch Noemi. Aber ergreifen konnten wir sie nicht. Mist, hätte nicht gedacht, dass sie so feige die Fliege macht. Es war schon großartig, dass du sie dazu bringen konntest, zu verschwinden. Vielen Dank, dass du den NED-Konzern
geholfen hast. Jetzt mal was anderes, Roper. Die Daten vom USB-Stick sind alle verschwunden, nachdem er an den Tresor angeschlossen wurde. Wie ist das möglich? Sobald der USB-Stick angeschlossen wurde, wurde ein Backup vom Konzern erstellt. Also ist jetzt auf dem Stick nur noch der Amaryllis-Report vorhanden. Was? Davon hast du aber nichts gesagt. Ja? Keine Ahnung. Bei uns ist das ganz normal. Dann habe ich wohl vergessen, das zu erwähnen. Natürlich. Vergessen? Wer es glaubt. Ihr NED-Typen seid so gründlich mit den Sicherheitsvorkehrungen, aber ausgerechnet davon erzählst du uns nichts? Und das sollen wir einfach akzeptieren? Tut mir leid. Wir werden die Daten jetzt prüfen und danach mit euch teilen. Roper, hast du? Lass mich, Job. Wir müssen jetzt selber für uns herausfinden, was Hendrik angestellt hat. Herausfinden? Ihr wisst doch besser als jeder andere, was Hendrik angestellt hat. Bitte denke nicht, dass wir auf seiner Seite stehen, was auch immer er getan hat. Je nachdem, was die Daten vom USB-Stick sagen, müssen wir entscheiden, ob wir ihn verfolgen oder nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir Hendrik verfolgen werden, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass Hendrik unschuldig ist. Dann kannst du mich gerne verdächtigen. Das merke ich mir. Ich freue mich schon drauf, mit welchen Ausreden ihr später ankommt. Wenn du immer noch unzufrieden bist, werden wir nach der Analyse alle Inhalte veröffentlichen. Wir müssen auch den Bestimmungen und Verfahren des Konzerns folgen. Da kann man nichts machen. Aber wir wollen auf jeden Fall Hendriks Verbrechen aufdecken. Gehen wir zurück, Lilly. Jetzt, da sie den USB-Stick haben, lohnt sich das Weiterkämpfen nicht mehr. Das weiß ich. Wir sehen uns später. Hand aufs Herz, wer hätte damit gerechnet? Also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass genau sowas passiert. Ist doch klar, dass der NED-Konzern genau so agieren wird. Toll finde ich das nicht, muss ich auch sagen. Also ist schon eine ziemliche Arschlochaktion hier. Gerade von Rob Paul, ne? Hat er vergessen, mal so eben. Sowas vergisst man doch nicht einfach so. Das hat er schon mit Absicht gemacht. Aber gut. Es hilft uns ja jetzt auch nichts, wenn wir uns darüber noch so ein bisschen aufregen. Wir schauen jetzt einfach mal, was Job noch für uns hat. Wir nehmen das hier mal noch an. Gut gemacht. Schade nur, dass es so weit gekommen ist. Das war unerwartet. Ich habe mir geschworen, dass ich keine Menschen töten werde. In letzter Zeit musste ich mein Versprechen wegen Hendrik und einigen anderen Dingen brechen. Aber jetzt können wir uns nur darauf verlassen, dass Roper uns die Daten vom USB-Stick übergibt. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Wie dem auch sei, Hendrik war nicht da und die wichtigen Daten sind zurück an den NED-Konzern gegangen. Wir müssen komplett auf Roper vertrauen. Roper hat mich noch nie belogen. Er hat auch noch nie versucht, mich zu hintergehen. Jeder Mensch hat mindestens ein Geheimnis. Dass noch kein Geheimnis aufgedeckt wurde, bedeutet bestimmt nur, dass es gut versteckt wurde. Verstehe. Vielleicht ist es wirklich so, wie du gesagt hast, Lilly. Es tut mir leid. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Dann bis zum nächsten Mal. Kopf hoch. Ja, Kopf hoch, mein Lieber. Mensch, das ist echt wirklich ganz, ganz doof gelaufen. Oh Mann. Okay. Medo hat wieder mal was für uns und was genau er für uns hat, das werden wir in der nächsten Folge von Soulwork herausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Ich werde vielleicht diesmal sogar schaffen, ein paar Nebenquests abzuschließen. Das bedeutet, wir sehen uns auf jeden Fall mit Level 34 wieder. Ich würde mich freuen. Wenn euch mein Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Auch darüber würde ich mich wie immer sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.